عن بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق في صحبة أزهار فاقت في الصدق حديث الإشراق وأتيت لأرسم لوحتنا شعرا بمداد الأشواق. Jemand möchte seine Haare implantieren lassen. Ist das erlaubt oder ist das verboten? Jemand möchte seine Haare implantieren lassen. Also ich denke, er meint damit wie eine... Ja, von einer Stelle, anderen Stelle an eine Haartransplantation. Ja. Ist das erlaubt oder nicht? Wenn diese Person Haare gehabt hat, ganz normal, dann ist das kein Problem. Was heißt Haare gehabt hat? Jetzt, es gehört zum Bild von einem Menschen, dass er auch Haare hat. Okay? Das ist das normale Bild von einem Menschen. Deswegen sagte Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, wenn so eine Haartransplantation gemacht wird, ist das kein Problem, weil er stellt nur etwas her, was zum normalen Bild von einem Menschen gehört. Okay? Das heißt, es gibt Schönheitsoperationen und Schönheitsoperationen, die einen sind verboten, die anderen nicht. Welche sind verboten und welche nicht? Jetzt kann man das als Schönheitsoperation sehen. Nicht direkt, aber es stellt irgendwas her, was sein Ursprung gewesen ist, was normal sein menschliches Aussehen betroffen hat. Hier kann man das machen. Aber jetzt eine will eine Schönheitsoperation machen, in Form von, die will zum Beispiel, die hat eine etwas knubbelige Nase, die will eine spitze Nase. Ist das erlaubt? Nein. Nein. Aber jemand macht seine Nase gerade, weil er nicht richtig atmen konnte, darf er das machen? Ja. Das ist was anderes, deswegen unterscheidet bitte zwischen dem und dem. Die können manchmal dieselbe Handlung machen, für den einen ist das eine große Sünde, sogar Fluch, weil das ist Änderung der Schöpfung Allahs, für den anderen ist das erlaubt, warum? Weil er das medizinisch braucht, Notwendigkeit ist das bei ihm. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Und die Überlieferung dafür ist klar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist bei Abu Dawud, hat einem Mann erlaubt, der im Krieg seine Nase verloren hat, er hat ihm erlaubt, was ranzumachen? Eine goldene Nase. Erstmal war es eine silberne, später eine goldene, weil die ist abgefallen, dann hat er ihm eine goldene Nase. Ja, warum? Was? Warum eine Nase ranmachen? Das gehört zum... Bitte? Ja, aber auch zum Erscheinungsbild. Das gehört dazu. Und wenn es dazu gehört, dann darf man das machen. Das ist anders, wie wenn jemand sich jetzt, weiß ich nicht, irgendwas macht, was er nicht machen darf. Das heißt, er ändert etwas, weil ihm etwas nicht gefällt. Das ist Änderung der Schöpfung Allahs, wallahu ta'ala.